Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Let's Play Folge von The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited mit eurem Gabro Asaro und dem lieben Nox. Hallo Noxi! Hallo Gabo. Hallo Nox, hallo Nox, hallo Nox. So, wenn ich hier alles richtig durchgezählt habe, müsste das eigentlich die Montagsfolge sein. Ja, sogar, dann wäre ja jetzt quasi, wenn man das so will, Tag der Arbeit, ne? Heute wird genau. Heute wird richtig rangeklotzt. Wo ist die Demo? Wo ist die Demo? Oh, da hinten werden irgendwelche Lichter nach oben gestrahlt. Da hinten muss es richtig zur Sache gehen. Auf jeden Fall. Nein, aber ja doch, müsste dann eigentlich, wenn ich alles richtig durchgezählt habe, Tag der Arbeit, ne, dann wünschen wir euch alle einen wunderschönen, wir hoffen, dass ihr einen schönen Feiertag hattet. So, ne? Genau. So wird ein Schuh daraus. Gut, was haben wir in der letzten Folge gemacht? It's your turn. Wir haben angefangen, hier die Geister zu beschwören, damit wir vielleicht endlich mal herausfinden, wie wir den guten Balred wieder in seinen Vulkan packen können, damit er hier nicht alles anzündet, weil das wollen wir ja nicht. Ach ja, stimmt, Balred, dieser dicke Knochentyp da, ne? Ja, ja, genau, richtig. Ah, stimmt, dann haben wir ja hier, genau, hier haben wir irgendwie gegen die... Wir haben hier schon hier ein bisschen gebetet, damit wir hier gleich bei dem Obermods ordentlich ankommen. Stimmt, aber... Ja, damit er nichts zu meckern hat. Stimmt, der Typ hier, der hat uns ja in der letzten Folge ein wenig reinlegen wollen, ne? Ja, ja, das ist halt so ein kleiner Feigling, der wollte jetzt nicht unbedingt, ne? Sagen wir mal, er hat uns einfach vorgeschickt dadurch. Ja, eben, der hat uns einfach so... mutige Abenteurer sind. Schick, damit er sich in Ruhe seine Eier kraulen kann. Ist ja Feiertag. So. Ja, genau. Okay, ja, dann würde ich doch mal sagen, wir sprechen mit Marvos Siloret. Ach ja, stimmt, den haben wir jetzt ja quasi beschworen. Noch nicht, aber wir haben ihn ein bisschen angebetet. Ja, ein bisschen angebetet, so ein bisschen so von der Seite. Ja. Natürlich, ja, dann wollen wir mal mit ihm quatschen, mal gucken, was er so Schönes zu erzählen hat. Ihr seid also der Guan, der mich auferstehen ließ. Euer Anliegen sollte lieber unfassbar wichtig sein, denn sonst werde ich eurer fleischlichen Hülle Unaussprechliches antun. Balred, der Bruder des Zwists, verwüstet Steinfälle. Das ist es? Ich war der größte Magier meiner Zeit, und ihr erweckt mich wegen etwas, das man auch in einem Buch nachlesen könnte? Es ist lächerlich. Aber ich sehe schon, ich muss meinem Volk erneut zu Hilfe kommen. Die Grabwürmer werden noch eine Weile auf euch warten müssen. Ja, dann müssen die wohl noch ein Weilchen auf uns warten. Ich wusste, dass Skelette nicht ausreichen. Ich hätte einige Dädra beschwören sollen, um diesen Ort zu beschützen. Oder ein Feueradronachen. Das wäre gut gewesen. Könnt ihr mich lehren, wie man Balred bindet? Ich habe es vergessen. Seht mich nicht so an, Wurm, ich bin tot. Einzelheiten verblassen mit der Zeit. Wenn ihr es erfahren wollt, werde ich eine Vision der Vergangenheit beschwören. Dann werdet ihr es schon sehen. Ja, was kann ich für euch tun? Ritualgegenstände. Ein Schädel und eine Kerze. Falls sie nicht von Grabräubern gestohlen wurden, solltet ihr sie in den Gruften im Osten und im Westen finden. Jede von ihnen ist durch ein Rätsel geschützt. Und nein, ich erinnere mich nicht an die Lösung. Viel Glück dabei. Ich werde das Rätsel lösen und die Gegenstände besorgen. Ich kann das Ritual nicht ohne diese Gegenstände durchführen. Ich habe nicht einmal Hände, um sie zu greifen. Das ist ärgerlich. Östliche und westliche Garten. Das ist gut. Ich habe gar keine Hände. Was auch immer ihr tut. Nichts. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist, ja, aber hat er ja recht, er kann nichts greifen und so, wir haben ihn ja jetzt eigentlich, wir fragen ihn ja eigentlich nur um Rat, ne? Genau. Ja, und deswegen haben wir ihn aus seinem unendlichen Schlaf geweckt. Genau, so sieht's aus. Ich fühle mich irgendwie ganz mies und dreckig. Wir fragen doch einfach mal, könntet ihr mir nicht einfach sagen, wie ihr Balred gebunden habt? Hat er nicht gerade noch gesagt, er hat's vergessen? Naja, gut. Naja. Wir fragen ihn einfach noch einmal, ne? Genau. Dann könnte ich, wenn ich mich nur erinnern würde. Erinnerungen bringen nicht mehr viel, wenn man tot ist. Belästigt mich nicht mit Fragen, warum. Ich vergesse schon wieder, warum ich mich um die Lebenden scheren sollte.
Warum sind die Kerzen und der Schädel wichtig? Es sind sehr persönliche Ritualgegenstände. Ich habe 2 Wochen lang geschuftet, um diese Kerze aus Quamafett herzustellen. Und der Schädel gehörte meinem Lieblingslehrling. Warum? Weil ich es gesagt habe. Alles klar, leb wohl, ist in Ordnung. Warum sollt ihr das holen, weil ich es gesagt habe? Ganz schön dominant, der Kerl. Naja. So, okay, dann werden wir ihm doch mal den Gefallen tun und diese sind persönliche Gegenstände. Sind das persönliche Gegenstände von ihm oder sind das persönliche Gegenstände von Balret? Wahrscheinlich von ihm. Ich glaube nicht, dass der Dämon, der in einem Vulkan sein Dasein frustet, irgendwelche persönlichen Gegenstände hat. Wieso nicht? Na, ich weiß ja nicht so. Nach dem Motto von wegen, stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Vulkan. Was würden Sie als einziges mitnehmen wollen? Eine Kerze und einen Schädel. Wozu brauchen Sie den Schädel? Damit ich die Kerze irgendwo reinstellen kann. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich merke schon, du hast dir den Gedanken gemacht. Ja, natürlich doch. Schön. Und wozu brauchen Sie die Kerze? Schön. So, okay, ich bin wohl jetzt wieder ein bisschen... So, und jetzt sind wir bei den leuchtenden Dingern. Ah, stimmt, jetzt sind wir bei den leuchtenden... Bei der Demo sind wir jetzt gerade. Keine Macht in Agonia! Rettet die Delfine! Rettet die Delfine! Und, ja, besorgt die Kerze, was? Schreien benutzen? Okay. Ah, kannst du die Farbe ändern. Ach nein, das ist jetzt ja ernsthaft ein Rätsel. Ja, aber ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, ne? Na. Also wenn du jetzt schon eine Lösung hast, lass mich doch mal eben ganz kurz überlegen. Dann mache ich nochmal den hier. Hä, blau? Der da hinten ist rot. Ich, benutzen. So, ich habe jetzt den linken auf, ne, links rot, rechts blau. Ja, dann teste doch mal den in der Mitte noch. Dann mache ich das doch mal. Das ist okay, irgendein Farbenmischmasch. Oh, es leuchtet. Oh, dann war es wohl richtig. Was auch immer. Kerze aus Quamafett. Es handelt sich um eine einfache Kerze, die aus dem Fett eines unterirdisch lebenden Insekts hergestellt wurde. Ja. Okay. Dann nehmen wir die Nummer wieder. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade das Rätsel trotzdem nicht verstanden. Also links war rot, rechts hatte ich gerade blau und in der Mitte einfach irgendwas. Und in der Mitte sollte dieses Grüne sein. Ach, ist das Grüne? Ah, ja. Ne, weil dahinter, ne, quasi einmal auf die Farben einstellen. Ah, okay. Ja, gut, das Rätsel ging ja noch. Ja. Jetzt kommt aber ein viel, viel schwierigeres Rätsel. Bestimmt. Auf jeden Fall. Tut mir leid, ich will... Ach, mir fällt auch gerade noch ein, ich habe seit dem letzten Mal... Ich bin ja auch Stufe 10 inzwischen. Ja! Da dürfte ich bestimmt auch was verteilen, wenn ich Bock drauf hätte. Ja, du müsstest 3 Fertigkeitspunkte, ja, aber mach ich später. Rennt noch nicht weg. In der Folge werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr viel kämpfen, sondern nur noch Rätsel lösen. Unsere Köpfe anstrengen. Naja. Bis wir aus den Ohren bluten. Aha. Oh ja. Das hört sich nach Spaß an. Oh ja. Okay, ja, dann machen wir das. Machen wir das Rätsel eigentlich hier zusammen? Also ist das für das? Also ich, wenn du die Farben umstellst, das habe ich zwar nicht gesehen, aber ich hatte auch die Kerze, als du sie aus der Truhe rausgenommen hattest. Farbe einstellen? Hä? Nee, die Farbe will ich nicht. Ich will ja... Genau. Und hier hinter will ich blau. Wenn das Rätsels Lösung ist. Blau. Ah, alles klar. Gut. Ich wollte doch noch den, jetzt will ich zumindest noch den Schädel durchlesen. Ich möchte gerne Schädel lesen. Schädel lesen? Questgegenstände. Dieser menschliche Schädel wurde dunkelrot bemalt. Gut zu wissen. Ne? Wie alle extrem tollen magischen Gegenstände. Rot ist einfach schöner als grün. Ja, aber jetzt mal ernst. Sollen wir dem helfen? Nein, das schafft er auch alleine.
Ach, natürlich. Ach, natürlich. Du schaffst es ungefähr so alleine, wie wir es alleine geschafft haben. Ja. So, sprecht mit Marvus Silhouette. Ah, ihr habt den Schädel und die Kerze. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Ihr könnt kleine Gegenstände sammeln. Schön für euch. Tretet jetzt zurück, während ich das Ritual. Das ist ein richtig sympathischer Kerl. Ja, ja. Zum Glück ist er schon tot, ne? Ja, obwohl, wir haben ja schon jetzt des Öfteren haben wir gesehen, dass auch Tote auch durchaus wieder sehr gut angreifen können und so. Na gut, und wenn ihr scheitert? Ihr zweifelt an meinen Fähigkeiten? Falls es euch ein Trost ist, eure Überreste werden nicht schwer zu säubern sein. Ich hingegen bin bereits ein Geist, sodass es für mich kaum eine Rolle spielt. Wohlan, ich bin bereit. Gut für euch. Macht euch bereit. Lebt wohl. Der Kohlenkamm. Vor Jahrhunderten führten Magier der Chimäre-Rituale am Kohlenkamm durch, um dabei zu helfen, die nedischen Invasoren aus Morrowind zu vertreiben. Was sind denn nedische Invasoren? Das ist cool. Wir sind sogar zusammen. Das ist doch schon mal schön. Das ist sehr, sehr schön. Wo sind wir? Das ist jetzt ja quasi die Vision, als sie den guten Balred und seinem anderen Bruder des Zwists das erste Mal gebannt haben. Ja, stimmt. Wir müssen damit ja wir wissen, was wir machen sollen. Ja, weil genau. Der Gute erinnert sich ja nicht mehr. Sprecht mit dem Akolyten. Akolyten, das ist quasi der Vorsteher-Magier. Okay. Überall Portale. Wir werden sterben. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Kümmert euch nicht darum. Was ist los? Wir versuchen, Balred zu bändigen. Doch es öffnen sich immer wieder dädrische Portale. All jene, die Balred überlebt haben, werden von den verfluchten Skampen niedergemacht. Wie können die Portale geschlossen werden? Nehmt, was in diesem Beutel ist, und werft es in die Portale. Das wäre meine Aufgabe gewesen, doch mein nahender Tod hindert mich daran. Sucht danach Magistra Enuse auf. Sie sollte nördlich von hier zu finden sein. Alles klar, lebt wohl. Okay, schließt das südliche Portal, schließt das westliche Portal und schließt das nördliche Portal. Okay. Machen wir das doch mal, wa? Da. Mein Gott, bis mein Zauber sich aufgeladen hat, liegen die hier schon alle. Na toll. Okay, wir sollen also irgendetwas hineinwerfen. Ja. Ja. Was? Das war's schon? Ja. Aber welchen? Das ist. Aber welchen Nutzen hat das denn dann? Wir wollen doch Balred, wollen wir doch verbannen. Ja, ja. Wir müssen jetzt erstmal hier uns um die Portale kümmern, damit ich noch mehr Skampen daraus purzeln, die uns behindern könnten. Ah, okay. Mhm. So, dann machen wir mal hier ein bisschen weiter. Aber schön, dass wir in seiner Vision eigentlich, die Sachen sind ja schon alle passiert. Also dürften wir eigentlich dürften wir ja dann auch nicht sterben. Ja, wir können es mal testen, ne? Nein, ist doch so, die Sachen sind doch schon erledigt. Rein theoretisch. Die Zeit ist schon vergangen. Ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber Logik und so, ne, man weiß ja nie. Aha, Logik hier ist hier fehl am Platz. Total. Komm, ich hab doch hier mein. Kann ich einfach. Ah, ich kann sogar meine. Nee. Ich dachte eigentlich gerade, ich könnte meine Zaubertaste gedrückt halten. Und dass er das dann automatisch macht, aber nein, macht er nicht. Nö. Oh. Und sammeln. Oh. So, dann wollen wir auch noch das nördliche Portal schließen. Ja. Und dann müssen wir doch hier irgendwo, müsste doch dann auch die Magistra Enuse sein. Genau. Mal schauen, ob wir gleich gegen Balred kämpfen oder aber
ob wir einfach nur lernen, ihn irgendwo hinzuschicken. Das weißt du, was ich gerade nur so schön finde, dass die Frau hier oben steht und ich genau weiß, wo ich um sie herumlaufen kann. Das ist schön. Dann brauche ich nicht wieder auszulocken. Sehr gut. Das war so furchtbar. Ihr seid nicht mein Akolyt. Wo kommt ihr her? Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe die Portale geschlossen. Sehr mutig, Akolyt. Jetzt hört zu. Marvus kann nicht länger durchhalten. Er kontrolliert zwei mächtige Wächter Atronachen. Sie sollten in der Lage sein, selbst Balred festzuhalten. Zornesglut und Flammenglut. Geht zu den Feuerschalen. Beschwört sie und bringt diesen Tag zu Ende. Okay. Ja. Ich bringe diesen Tag zu Ende. Und dann machen wir das doch mal, ne? Ja, machen wir. Ich habe gerade eh nichts Besseres vor. Wo rennst du jetzt hin? Weiß ich nicht. Ja. Ich will gucken, was das hier ist. Und ob... Ach so, das ist dann wahrscheinlich dann später noch Balred oder so. Ja, ja. Denke ich mal. Okay. Da. Hallo. Hallo. Ja, ich wollte halt nur mal geguckt haben, weil das sah so aus, als ob da hinten Action wäre. So, da haben wir den einen. Und ob du es glaubst oder nicht, ich mag, wenn es ein bisschen actionreich ist, ist schon ganz in Ordnung so. Oh, ja, okay. Außerdem macht auch dann das... Ah, jetzt. Ah. Waren wir zu schnell oder was? Waren wir zu schnell. Okay. Die sind gerannt geschwind wie der Wind. Aber die sehen cool aus, ich will diesen Skin haben. Feueratronachen-Skin, ja, die sind schon ganz witzig. Ja. Ich finde das total geil. So will ich aussehen. Aber bestimmt habe ich keine Möglichkeit, irgendwann das zu bekommen, oder? Keine Ahnung. Es wäre cool. Also wenn ich mir das mal so angucke. Auf jeden Fall. Das sieht voll geil aus. Naja gut, dann wollen wir mal mit Marvos reden, auch wenn er gerade ein bisschen beschäftigt ist. Ja. Ausgezeichnet! Die Wächter sind hier. Zeit, diese Kreatur zu binden. Was kann ich tun? Berührt den Altar. Balreds Kraft fließt in die Wächter. Es sollte gebunden sein, oder er könnte explodieren. Seid in jedem Fall auf alles vorbereitet. Okay, wir sind auf alles vorbereitet und lebt wohl. Benutze den Altar. Okay, ich benutze ihn richtig dreckig. Richtig dreckig. Okay, ich habe ihn benutzt und... Wir sind weg. Was? Ja, Vision zu Ende, ne? Wie Vision zu Ende? Ja, dann hoffe ich, dass, wenn wir das nachher machen, dass dann richtig Zampaluda getrieben wird. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe doch. Bist du denn schon wieder da? Ja, ja, ich bin schon wieder zurück. Ernst? Ach, ich stand in dir. Ach. Oh, du hast mich erschreckt. Verdammt. Also, das ist passiert. Ich erinnere mich an viele sterbende Magier. Und da war auch irgendwas mit einem Schildzauber. Die Kräfte verließen mich, als ich ihn aufrechterhielt. Dann war da ein helles Licht. Danach ist alles verschwommen. Balreds Macht wurde in zwei magisch hergestellten Wächtern eingeschlossen. Ja, im Hier und Jetzt müssen die Wächter zerbrochen oder zerstört worden sein. Dann ist es einfach. Repariert die Wächter und sie werden Balreds Macht wieder an sich ziehen. Danach könnt ihr Balred binden oder töten. Vor allem, der hat voll das ADHS-Problem. Während er ganze Zeit mit uns spricht, ganze Zeit mit seinem Feuer rumspielen. Mit dem Feuer rumspielen, ja. Echt, ey. Na cool, was haben wir denn hier bekommen? Beinschienen des uralten Wächters ist eine schwere Rüstung. Aktuell habe ich... Ja, sehr schön für mich. Ja gut, ich nehme sie jetzt erstmal an mich, wobei es bis jetzt ja wirklich besser war, leichte Rüstung zu nehmen. Ja, ja. Abgeschlossen, Otrensis. Marvus hat euch gelehrt, wie Balred zu binden ist. Ja. Ja. Ach, guck mal, hier vorne steht einer. Ja, dann quatschen wir doch mal mit Onuya, mit diesem kleinen Verräter. Na, ist ja kein Verräter. Ist Feigling. Ja, das trifft's besser. Das ist wahr. Ich habe hier gekauert, aber ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ihr überlebt. Habt ihr herausgefunden, wie man Balred binden kann? Ja, ich bin bereit. Was nun? Aschberg,
Geht Richtung Norden zum Berghang. Garön Indoril hat dort Truppen hingeschickt, um Balred zu erledigen. Sie müssten noch dort sein, falls Balred sie nicht alle getötet hat. Ich möchte das nicht herausfinden. Ich werde Garün finden und ihm erzählen, was ich erfahren habe. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier noch so? Also, eigentlich will ich ja jetzt die Story um Balred wirklich abschließen. Ja, können wir ja machen. Also das, genau, das ist dann jetzt hier zum Aschberg, ne? Genau. Genau, sprecht ja mit Garin Indoril. Genau, das Ding ist ja auch mehr oder weniger hier ums Eck. Genau. Ja, das passt. Guck mal, hier vorne ist auch noch irgendwer, mit dem wir reden können. Ja, weißt du, ja, nimm wir auf jeden Fall mit. Ja. Ich muss damit wir ich weiß, noch genügend zu tun haben. Ich weiß, es mag seltsam erscheinen, dass ich an diesem dunklen Ort bin. Doch der Schmerz, ihn verloren zu haben, war unerträglich. Ich darf ihn nicht noch einmal verlieren. Wen habt ihr denn verloren? Mein lieber, süßer Ehernen. Ich bin nur eine Händlerin aus dem Aschland. Er stammte aus einem Adelshaus, aber das war ihm egal. Wir liebten uns heimlich, aber er war bereit, seinen Status für mich aufs Spiel zu setzen. Wir wollten heiraten. Warum seid ihr dann hier? Er ist gestorben. Es geschah ganz plötzlich. Ich durfte noch nicht einmal zu seiner Beerdigung, aber ich weiß, im Tode werden wir wieder beisammen sein. Ich kann sein Grabmal nicht finden. Ich möchte nur noch ein einziges Mal mit ihm sprechen. Werdet ihr mir helfen, ihn zu finden? Ich werde euch helfen, eure verlorene Liebe zu finden. Azura segne euch. Ich sprach mit einer Weissagerin. Sie erzählte mir, ich müsste die Grabkappen nahe des Grabmals sammeln. Ich würde ja welche sammeln, aber die Hüter würden mich aufhalten. Ich bin überhaupt nur wegen Eanen hier. Wartet hier, ich werde bald zurück sein. Okay, wir werden aber wirklich erst später hier zurück sein, weil ich will jetzt im besten Fall das jetzt noch in der Folge aufnehmen. Da haben wir noch ungefähr 10, 15 Minuten Zeit. Ja. Oh Gott. Guck mal, hier. Grabkappen sind übrigens Pilze. Okay. Die überwachsen. Ja, wenn wir doch schon dran vorbeilaufen, können wir das auch mitnehmen. Ja, gut, wenn wir sowieso dran vorbeilaufen, dann ist das egal. Naja. Dann können wir das natürlich machen. So, aber wir müssen jetzt ja nicht unbedingt stehen bleiben. Nein, aber das. Ne, der wollte aufmucken. Ja. Das muss natürlich sofort unterbunden werden, sowas. Ja, selbstverständlich. So. Okay, auf zum. Asch, bist du einfach ein Gegner oder bist du mein Clanban? Ich glaube, der gehört zu. Das ist ein anderer Clanban, ja. So, dann erklär doch mal, was das Symbol oben bei Sprecht mit Garün. Hier ist schon mal der falsche Weg. Weil da ist ja jetzt quasi so eine Soldatenfigur. Ich glaube, das ist quasi das Symbol vom Aschberg, ne? Dass wir, wenn wir da hochgehen, dass wir den dann entdeckt haben. Meinst du? Wir werden es ja sehen, wir müssen ja sowieso da hin. Ja, natürlich, klar, wir müssen da jetzt sowieso lang, wenn wir Balred da oben Genau, wir können uns ja schon mal überlegen, wollen wir ihn binden oder wollen wir ihn töten? Töten wäre wahrscheinlich witziger, ne? Auf jeden Fall, das haben wir ja schon. Wir können ja mal fragen, was die davon halten. Ja, wir müssen, du rennst schon wieder zu weit. Ach so, ich dachte, ich war jetzt voll auf dem Weg zum Aschberg unterwegs. Oh. Ach, der steht hier noch, okay, gut. Ja, okay. Dann reden wir erstmal kurz mit dem, bevor wir zum Aschberg laufen. Ja. Das Donnern des Berges hat uns alle beunruhigt. Balred ist irgendwo da oben. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten. Ich habe mit einem Magier aus der Vergangenheit gesprochen und erfahren, wie man Balred bindet. Ausgezeichnet! Mein Freund, ihr seid ein wahrer Schatz und ein echter Segen für den Pakt. Ich spüre hier die Hand der Drei am Werk. Ach, ihr seid ein wahrer Schatz und ein echter Segen, na? Ich habe heute Abend noch nichts vor. Ja? Du kannst gerne, nachdem die Demo ja beendet ist, ja? Rettet die Delfine und so. Bei Vivek. Balred wird wiedergebunden. Ich weiß, was zu tun ist. Die Magier aus der Vergangenheit hielten Balred mit Wächteratronachen im Zaum. Die Atronachen? Nun, das ist schlecht. Ich habe sie mit Vaters Zauberspruch vertrieben. Läuft wir bei dir, Junge. Sicher, wir könnten die Kreatur kontrollieren. Verdammt! Ich habe
Ich schätze, wir werden sie irgendwie erneut beschwören müssen. Wie machen wir das? Sie warten jahrhundertelang über Aschberg. Wir müssen nur wieder ihre auf. Okay, juhu! Das Gespräch war mir zu langweilig mit ihm. Okay. Deswegen, ich bin gleich wieder da. Also auch nochmal an alle, die zuschauen. Ich hab auch gegoogelt und nachgeforscht, aber ich habe irgendwie keine sinnvolle Fragestellung irgendwie finden können oder geschweige denn eine vernünftige Antwort. Ganz häufig wurde gesagt, dass das vielleicht mit dem Internetprovider zusammenhängen kann, aber da habe ich eigentlich bis jetzt nie die Probleme gehabt. Ich weiß es nicht. Keine. Vor allem ist auch total willkürlich ist. Mal nach 10 Minuten bei der letzten Aufnahme, da haben wir ja, glaube ich, 3-4 Folgen gemacht, ne, Nox? Und da da war ich fast nie draußen. Also ich verstehe es einfach nicht. Gut, jetzt will ich das Gespräch aber hier mit Garin Induril nochmal fortsetzen. Jetzt kommen die Dinge ins Rollen. Bei Vivek. Baalred wird wieder gebunden. Die Atronachen? Nun, das ist schlecht. Ich habe sie mit Vaters. Sie warten jahrhundertelang über Aschberg. Wir müssen nur wieder ihre Aufmerksamkeit erlangen. Tötet Daedra, schneidet ihnen die Herzen heraus und verbrennt sie auf den Altären der Ruinen. Das sollte sie hervorlocken. Schreitet in Asche, erwartet euch an der Spitze. Viel Glück. Okay, Garin Induril, ich werde anfangen. Wir werden die Stellung hier halten und sicher gehen, dass die Aschlande sicher sind. Ganz Steinfälle verlässt sich auf euch, mein Freund. Warum sind hier Daedra? Für gewöhnlich kommen Daedra nur widerwillig nach Nirn. Doch der Aschberg hallt von den magischen Nachklängen der Gefangennahme Baalreds wieder. Diese Macht und die Hitze der Lava ziehen sie an, wie Licht die Motten. Warum wart ihr nicht in der Lage, Baalred zu binden? Vater mag zu selbstsicher gewesen sein. Wir haben die Schutzzauber gebrochen und, wie ihr erfahren habt, die Wächter zerstört, als wir Baalred in Davons Wacht beschworen haben. Vater war sich sicher, dass ich sie ersetzen könnte. Ich möchte ihn nicht enttäuschen. Leb wohl. So, dann haben wir das Gespräch jetzt hier auch durch. Und das ist natürlich wieder super, dass dieser kleine Jungspund einfach mal die Wächter Atronachen vertrieben hat. Guter Junge. Genau. Wirklich guter wir Junge. Nicht. Ah, sowas Doofes. Na egal. Ich würde mal sagen, suchen wir uns ein paar Daedra und schneiden ihnen die Herzen heraus. Genau. Okay. Hier geht es zwar höher, aber ich glaube nicht, dass... Ich glaube, wir müssen im Kreis hochrennen. Da haben wir Wege, weil sonst kommen wir hier oben. Ja, ich habe auch gerade schon geguckt. Da oben geht es nicht wirklich lang. Okay. Und wir müssen ja auch noch ein bisschen was einsammeln, bis wir oben sind, ne? So, aber... musst du mir noch mal kurz sagen, Daedra waren doch einfach hier die Gegner, diese, ne? Diese Dämonen, die hier rumrennen, das sind quasi hier die Clanbans, die Skampen und so weiter. Ja, genau. Ja, weil ich wollte nämlich gerade schon die Frage gestellt haben, ob ich da irgendwie noch mal wieder was verpasst habe oder falsch verstanden habe. Ob die irgendwie ganz besonders aussehen oder so. Nein. Aber nein, scheinbar nicht. Nein. Was? War hier ein Gegner? Achso, nein, das... Hä? Ah, doch, da hier war doch hier ein Gegner. Hier oben steht ein Kleiner. Ja, richtig. Ein kleiner Skampen. Ja. Bam. Bam. Hau ihn jetzt mal direkt den Baseball vom Latz. Das ist jetzt wieder so. Hier, fangen. Hier, du sollst den Ball fangen. Oh. Ja. Waren irgendwie zu blöd, einen Ball zu fangen. Naja. Naja. Nee, ganz ehrlich, mit meinem Zauberstab, ich kann eigentlich nur sinnvoll mit meinen Zaubern angreifen. Ja, stimmt. Alles andere, guck mal, wenn ich hier auflade, so, jetzt könnte ich angreifen, so. Kannst du nicht einfach nur mal klicken, dann macht ja, er zwar... Ja, ich kann einen Doppelklick machen, halt aber... Macht halt nicht so viel Schaden. Ich kann zwar einen Doppelklick machen, aber das ist sowas von... Aber ich sag mal, ich hau hier auch nicht so drauf. Ich nehme in der Regel auch meine Fähigkeiten dafür. Okay. Ne? So, was gibt es denn hier? Ich habe schon lange kein Bücherregal mehr gefunden. Ja. Das sieht doch aus. Was du natürlich machen könntest, wenn du mit deinem Stab mehr Schaden anrichten möchtest. Oh, hier steht eine Kiste. Ja.
Dann kannst du natürlich Zweihandstab leveln, dann machst du generell einfach mehr Schaden mit den Dingern. Ja, der Schaden selber, den finde ich ja ganz in Ordnung. Mein Problem ist eher die Sache, dass ich so langsam angreife. Ja. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Yeah! Ja, ich muss nachher mal schauen, wo ich meine Fertigkeitspunkte wieder irgendwie einpacke. Ja, ja. So, wir brauchen noch, wie viele brauchen wir eigentlich? Ah, da oben, drei Stück brauchen wir noch. Ne, drei Stück noch. Ja, das sollten wir, stimmt, wir waren ja hier, als wir die Höhlen zugemeißelt haben. Zugemeißelt, genau. Zugemeißelt, zugemauert, wie auch immer. So, das ist dann der, dann brauchen wir noch zwei Nummer Stück, die sollten doch auch zu 10? Finden sein. Ah, guck mal, da hinten sind doch noch zwei Stück, dann haben wir das doch schon. Ah ja, da. So, das war dann der da. Und mal gucken, wenn ich das, ja, wenn ich die Zauber immer abwechselnd nehme. Siehst du, ne, dann läuft das doch. So, dann können wir jetzt auch hier weiter, genau, beschwört und besiegt Flammenglut. Flammenglut? Das sind die Atronachen. Ah, so, okay. Quasi einmal beschwören und dann müssen wir den mal, keine Ahnung, Vernunft einprügeln. Für gut, dann machen wir das doch einmal. Genau. Ja. Wie interessant. Ja, wie interessant. Ich finde das auch voll interessant. Könntest du gewinnen? Ja, genau. Siehst du doch dieselbe Idee. Gleich mal die. Ja, hatten wir doch ungefähr die gleiche Idee. Ist doch schön. Tinktur, Jute-Robe, obwohl die brauche ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Die elementare Essenz nehme ich mal mit, einfach zum Verkaufen. Ja. So, ja, das ging sehr flott. Ja, wir haben auch beide unsere ultimative Fähigkeit rausgeholt, ne? Das ist wohl wahr, beim anderen könnte das jetzt ein bisschen komplizierter werden. Bitte was? Schauen wir mal. Beim anderen könnte es jetzt ein bisschen komplizierter werden. Ja? Ja, wir können die ja nicht so auf Nutzen und Lava springt sowieso nicht. Hey, läuft doch bei uns. Ja. Ja gut, das ist wohl richtig. Beschwört, aber ich glaube trotzdem, dass das relativ einfach vonstatten geht. Ja, ja. Nur was ich befürchte, ist, dass wir nicht mehr in dieser Folge Ballred sehen werden. Meinst du? Nee. Verdammt. Ich glaube es leider nicht. Oh, okay. So, was haben wir denn da Schönes? Okay. Ne, den lassen wir mal. Und dann beschwören wir nochmal, wie heißt der jetzt hier? Zornesglut. Immer noch Flammenglut. Jetzt deswegen, Zornesglut. Ich war ja gerade hier und dachte mir von irgendwie so, kann ich denn da kein Büchlein lesen? Ja, wir bewagen es, dich zu beschwören. Wie können wir nur? Naja, mach du mal deinen Scheiß. Was du kannst, kann ich auch. Jetzt muss ich wirklich trotzdem mal ganz kurz aufpassen. Obwohl. Ja, läuft doch. Ich werde euch fürs Erste dienen. Ja, das klingt doch mal vernünftig. Bitch. So, was haben wir denn dann jetzt noch? Ach, ich habe hier. Sammelt Grabkappen? Ich frage mich gerade, ob ich hier die ganze Zeit nicht den falschen Auftrag für mich... Wir müssen jetzt hier Rückkehr der Wächter. Ist, ja, genau. Das Quest. Eben. Sprecht mit, ja, schaltet in Asche. Wo ist der denn? Hier oben müsste der irgendwo stehen. Ja? Sicher? Ja. Nö, ne? Klar, wenn der jetzt hier direkt ist und sofort mit Ballred hier um die Ecke kommt, gut, dann klappt das noch. Wir schauen mal. Wir werden sehen. Wie viel Zeit haben wir denn? Jetzt sind wir bei 35 Minütchen wieder. Ja, dann lass uns doch jetzt, ansonsten machen wir jetzt. Jetzt rennt der weg. Na? Jetzt rennt das Kampf weg, das darf ich auch nicht mal sagen. Ja. Ja, oder wollen wir hier einmal kurz warten und dann Ballred in der nächsten Runde? Ja, also ich denke auch, das macht am meisten Sinn, weil. Naja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern dann. Deswegen, dann machen wir doch hier für heute erst einmal wieder Schluss beim Let's Play zu The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited mit eurem Gabriel Zorro und dem lieben Noxy. Genau, so sieht's aus.
So, wir machen uns hier ein paar Marshmallows bereit und hoffen dann, dass wir in der nächsten Folge Ballred zu Gesicht bekommen. Ich würde es sehr genießen. Ja, ich hoffe, der Nox auch. Und auf jeden Fall. Dann genießt noch den Feiertag ganz in Ruhe. Wir werden es auch tun. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder und sagen bis dahin auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.